In diesem Video geht es um den Projekt Canvas für diesen Kurs. Was ist das und warum ist das wichtig? In diesem Lernangebot gibt es jede Menge Input in Form von Videos und Texten und Zusatzmaterialien. Nun wissen wir alle, dass man durch das Anschauen von Videos und das Lesen von Texten alleine nur begrenzt viel lernt. Besser wird das, wenn wir das Neue mit etwas Bekanntem verbinden, das Allgemeine auf etwas Konkretes transferieren und das Fremde mit etwas Eigenem verknüpfen können. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Ihnen die zusätzliche Ebene unseres Kurses, nämlich die Entwicklung eines Projektvorhabens für eine Fortbildung in Ihrer eigenen Schule. Das klingt vielleicht etwas groß und anspruchsvoll, aber das muss es gar nicht sein, denn das Hauptziel liegt nicht in einer ausgefeilten Projektbeschreibung mit allen Details, sondern in der Vertiefung des neu gelernten Inhalts, den Sie aus diesem Kurs mitnehmen können. Dafür reicht es sogar aus, wenn Sie sich ein fiktives Projekt ausdenken und dieses Vorhaben nur grob skizzieren. Die Hauptsache ist, Ihr Gehirn wechselt in den aktiven Modus. Wir haben für Sie einen sogenannten Projekt-Canvas vorbereitet. Das englische Wort Canvas bedeutet ja so etwas wie Leinwand. Unser Projekt-Canvas ist also eine vorstrukturierte Leinwand, die Sie mit Ihren Inhalten füllen können. Wie sieht das genau aus? Sie sehen hier unseren Projekt-Canvas. Bitte beachten Sie jetzt noch nicht auf die konkreten Felder, denn es geht zunächst um den Gesamteindruck. Sie sehen, dass es sich um eine Reihe von Leitfragen bzw. Themenbereichen handelt, zu denen es jeweils ein leeres Feld gibt. Sie können diese leeren Felder nun im Laufe des Kurses nach und nach mit Inhalten füllen. Sie legen sich dafür den Projekt-Canvas quasi neben den Kurs. Wir werden Sie dann im weiteren Verlauf immer wieder daran erinnern, Ihren Canvas ein Stück weiter mit Inhalten und damit mit Leben zu füllen. Wenn ich sage, Sie können sich das neben den Kurs legen, dann können Sie das analog oder digital machen. Sie können sich unsere Vorlage ausdrucken und neben den Computer legen oder Sie nutzen unsere digitale Version, die Sie mit Ihrem Rechner ausfüllen können. Die Vorlage finden Sie im Kurs verlinkt. Dieser Canvas wurde in Zusammenhang mit dem Online-Kurs Peer-to-Peer-Formate für Mikrofortbildung entwickelt. Er kann im Sinne von Open Educational Resources natürlich auch in ganz anderen Kontexten genutzt werden. Wir empfehlen aber ganz ausdrücklich die Nutzung im Doppelpack Kurs plus Canvas, weil die Inhalte aufeinander aufbauen. Im Canvas finden sich sehr viele Stichworte, die in den Videos des Kurses erklärt werden. Noch einmal zur Einordnung, ganz wichtig, ein Canvas ist da, um Ideen zu ordnen. Und ein Canvas ist kein Konzept, in dem die Details ausgearbeitet würden. Es geht vielmehr darum, einen Überblick zu bekommen, wichtige Elemente zu identifizieren und auch weiße Stellen und Fragezeichen offenzulegen. Es gibt im Canvas zunächst einige Teile, die übergreifend unabhängig von der konkreten gewählten Methode auszufüllen sind. Das sind sowas wie die Eckdaten, die man hier eintragen kann, also das Thema in Kürze, eine Idee von, also die Menschen, die sich das ausgedacht haben. Unten kommt hier bei Canvas erstellt am das Datum rein. Und dann kann man auch ankreuzen, ist das ein reales Vorhaben oder hat man sich das gerade erstmal ausgedacht oder ist das irgendwas dazwischen, was noch unklar ist. Und hier unten rechts Status der Ausarbeitung. Hier kann man quasi abhaken, wie weit man ist. Am Anfang wird es sicher bei 0 sein und am Ende, wenn man alles ausgefüllt hat, ist man fertig. Wenn man das in einem durchmacht, wunderbar. Ansonsten kann man sich da sozusagen hier ein bisschen einen Zwischenstand markieren und sagen, so weit ist man bisher mit dem Canvas und so viel hat man noch vor sich. Ganz wichtig oben, der breite graue Strich, hier wird der Arbeitstitel für das Projekt eingetragen. Das kann ruhig kreativ sein, aber es sollte natürlich auch so formuliert sein, dass andere Menschen verstehen, was hier gemeint ist. Ab hier gibt es zunächst einige Schnelltestverfahren quasi mit grün, gelb und roter Skala, also quasi so eine Ampelskala. Die Ampel haben wir gewählt, weil man die Fragen jetzt nicht genau beantworten kann im Sinne von 34% oder ähnliches, sondern man kann eher grün sagen. Grün würde sowas heißen wie auf jeden Fall oder rot auf gar keinen Fall und dazwischen gibt es Abstufungen im Bereich rund um das Gelbe. Das geht hier zunächst um einfach Ankreuzen zwischen diesem Grün und Rot. Auf dem nächsten Teil des Canvases zur Ausgangssituation kann man auch einige Stichworte dazu machen und dann die Eignung einer Peer-to-Peer-Methode für das Thema machen. Auch hier bezieht sich die Frage nach der Eignung auf das, was im Kurs in den Videos und in den Texten erklärt ist.
Wichtig ist für die Gesamtauswertung, wenn man sich jetzt hier diese einzelnen Kreuze anschaut, welche werden bei grün sein, welche werden bei rot sein, welche werden dazwischen sein, dass das sozusagen schon mal vom Gesamtbild aussagekräftig ist für die Frage, ist das überhaupt was für ein Peer-to-Peer-Format? Also ganz viel im Bereich grün ist natürlich eindeutiges Indiz dafür. Viele im Bereich rot machen es schwieriger. Das ist möglicherweise ein anderes Format besser geeignet als eine Peer-to-Peer-Methode. Einzelne rote Kreuze oder orangene Kreuze müssen aber jetzt kein K.O.-Kriterium sein. Rot kann an einigen Stellen auch bedeuten, können wir hier an dieser Stelle etwas an der Situation ändern, um das Kreuz eher in den gelben oder in den grünen Bereich zu bekommen. Ich gehe zum nächsten Punkt über. Auch hier geht es darum, dass Sie Ihren eigenen Blick schärfen. Wenn Sie zum Beispiel hier im Feld Sorgen oder Einschränkungen etwas eintragen, dann muss auch das kein Stoppzeichen für Ihr ganzes Projekt sein. In der Regel geht es hier eher um Punkte, die man noch genauer durchdenken will, die man im Team besprechen muss oder zu denen man gesonderte Maßnahmen einführen will. Ein Beispiel, wenn Sie die Sorge haben, ob überhaupt inhaltliches Vorwissen zum Thema existent ist, dann können Sie zunächst eine Umfrage im Kollegium machen, um genau das mal rauszufinden und entsprechend das zu merken, bevor Sie die Methode komplett durchdacht und aufgesetzt haben. Hier geht es um eine Konkretisierung des Themas. Ganz wichtig, Sie müssen das nicht akademisch abgesichert beschreiben können, sondern von verschiedenen Seiten beleuchtet haben. Beispielsweise, indem Sie hier in die Wolke einige Schlagworte eintragen, die Sie mit dem Thema verbinden. Oder Sie machen einige Konkretisierungen hier rechts. Wenn Sie beispielsweise ein Barcamp machen, tragen Sie mögliche Titel von Barcamp-Sessions ein, damit Sie einfach vor dem inneren und dann auch vor dem äußeren Auge ein genaueres Bild von dem haben, was Sie sich da ausdenken. Wenn Sie das tun, fallen Ihnen möglicherweise schon ganz viele nächste Schritte an, die Sie planen wollen. Die müssen Sie noch nicht alle angehen, aber es ist natürlich hilfreich, die schon aufzuschreiben. Dafür gibt es hier den Teil To-Dos, wo man solche Sachen eintragen kann. Oder auch hier einen Schritt weiter im Canvas, den Themenparkplatz. Hier können Sie Notizen oder offene Fragen eintragen, von denen Sie sagen, die können Sie im Moment zwar nicht bearbeiten, aber Sie wollen sie für den späteren Klärungsprozess festhalten. Wichtig ist, bei Peer-to-Peer-Methoden müssen Sie nicht später alles lösen oder klären oder alle Ideen umsetzen, die Ihnen kommen. An den allermeisten Stellen reicht es meiner Erfahrung nach aus, wenn Sie, sagen wir, 80% aller denkbaren Fragen geklärt haben. Damit sollten Sie arbeitsfähig sein. Ab hier beginnt jetzt ein neuer Abschnitt im Canvas. Bisher ging es um übergreifende Fragen, die unabhängig von der Auswahl der konkreten Methode oder des konkreten Formats zu beantworten sind. Und jetzt befinden Sie sich quasi an einer Weggabelung und an der können Sie sich für eine von 5 Richtungen entscheiden. Es gibt jeweils einen Teil des Canvases für die 5 konkreten Methoden, die in unserem Online-Kurs vorgestellt werden. Wenn Sie jetzt schon wissen, welche Methode zu Ihnen passt, gehen Sie direkt zu diesem Teil des Canvases. Wenn nicht, dann ist der Canvas nicht das richtige Werkzeug, um herauszufinden, ob die Methode für Sie passt. Dann müssten Sie sich erstmal im Kurs über die Videos und Texte einen Überblick verschaffen, welche Methoden es gibt. Und anschließend können Sie dann im Canvas eintragen, was Sie zu der konkreten Methode für Ideen, für Konkretisierung, für Fragen haben. Die Abschnitte sind pro Methode zu einem größeren Teil ähnlich aufgebaut. Zum Beispiel werden Sie überall gefragt nach dem Kreis der teilnehmenden Personen, nach den Ort- und Zeitbegebenheiten. Allerdings, je nach Methode, fallen die Formulierungen oder die Konkretisierungen etwas anders aus. Sie sehen das hier am Beispiel der Methode Barcamp, wo mit den roten Pfeilen und der roten Schrift zum Beispiel hier rechts unten die Zeit beschrieben wird, die Termine, die Dauer insgesamt, die Dauer pro Session. Und am nächsten Teil hier, wo es um die Stellschrauben geht, gibt es wieder Erläuterungen, die speziell auf die Methode Barcamp sich beziehen. Wenn Sie die Videos im Kurs noch nicht gesehen haben, dann werden Sie jetzt vielleicht sagen, ich weiß nicht, was gemeint ist, was da steht an roten Erläuterungen. Das Ganze sollten Sie verstehen, sobald Sie sich den Input im Kurs angeschaut haben. Wie gesagt, es gibt die 5 verschiedenen Methoden zur Auswahl. Es gibt das, was wir im Barcamp uns jetzt eben schon etwas genauer angeschaut haben, nochmal zu allen anderen 4 Methoden, die auch Teil unseres Online-Kurses sind. Das ist die Karussellfortbildung, das ist die Materialwerkstatt, das ist die offene Sprechstunde und schließlich Newsletter, Forum, Blogs oder auch das Twitter-Lehrerzimmer. Zu allen 5 Methoden gibt es Materialien im Kurs und spätestens hier ist es doppelt sinnvoll, dass Sie sich erst mit den Informationen zum konkreten Format im Kurs beschäftigen und anschließend den entsprechenden Teil des Canvases ausfüllen. Hier kommen noch einige Empfehlungen zur praktischen Nutzung des Projekt Canvas.
Punkt 1, es ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie grob und ungenau arbeiten. Sie können Details auch später noch genauer ausarbeiten, halten Sie sich aber nicht zu lange an einzelnen Punkten auf. Es sollte Ihr Ziel sein, dass Sie am Ende in allen Feldern etwas stehen haben, auch wenn es noch vorläufige oder wenige Angaben sind. Es wäre schlechter, wenn Sie am Ende nur die Hälfte der Felder ausgefüllt haben, weil Sie sich immer wieder gedacht haben, dass Sie das später mal in Ruhe machen würden. Zweitens, es gibt keine klare Reihenfolge von Anfang zum Ende. Projekte entwickeln sich in der Regel ja nicht entlang eines klaren Weges von A bis Z, sondern konkretisieren sich mit der Zeit. Kehren Sie also später gerne wieder zu Feldern zurück, die Sie schon einmal ausgefüllt haben, und verändern und konkretisieren Sie Ihre Ideen dort. Falls Sie auf Papier arbeiten, empfiehlt sich deswegen das Arbeiten mit Bleistift und Radiergummi. Es gibt einen ausführlichen Teil und dann zu jeder der 5 Methoden einen Unterteil. Falls Sie zu jeder Methode einen neuen Canvas ausfüllen möchten, kopieren Sie einfach den übergreifenden Teil und passen die Inhalte dort für jede Methode an. Sie werden im Verlauf des Kurses verschiedene Methoden kennenlernen. Wir stellen Ihnen das Vorgehen dann in prototypischen Formen vor, jeweils verbunden mit möglichen Variationen und Stellschrauben, an denen Sie für Ihr eigenes Vorhaben drehen können. Das heißt, Sie können und Sie sollen die Methoden individuell anpassen. Und schließlich nutzen Sie das Feld Themenparkplatz für alles, was Sie gerade nicht klären können, aber nicht aus dem Blick verlieren wollen. Hier können Sie offene Fragen und nachträglich zu klärende Punkte festhalten. Soweit der Überblick. Sie können jetzt direkt nach dem Video mit Ihrem Canvas beginnen. Los geht's!